Nach der Veröffentlichung des Berichts des Weltklimarats hat das Umweltbundesamt eindringlich davor gewarnt, die Folgen der Erderwärmung zu unterschätzen. Der Präsident der Behörde Messner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Klima zu retten sei deutlich günstiger, als es nicht zu tun. Der Bericht zeige, dass es technisch und wirtschaftlich möglich sei, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, auch wenn dafür immense globale Anstrengungen notwendig seien. Noch stiegen die Treibhausgasemissionen aber von Jahr zu Jahr auf neue Höchststände. Griechenland hat keine Schulden mehr beim Internationalen Währungsfonds. 2 Jahre vor Ablauf der Frist zahlte das Land die letzten ausstehenden rund 1,9 Milliarden Euro zurück. 2010 war das Land in eine schwere Finanzkrise geraten. Damals musste sich Athen von den europäischen Partnern und dem IWF Kredite leihen, um einen offiziellen Staatsbankrott zu vermeiden. Strenge Sparmaßnahmen waren die Folge. Wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine will die Europäische Union erstmals Sanktionen im Energiebereich gegen Russland verhängen. Die EU-Kommission schlug vor, keine Kohle mehr aus Russland zu importieren. Und es soll weitere Handelsbeschränkungen geben. Stefan Wolf an der Frankfurter Börse. Wie wirken sich die geplanten Sanktionen denn an der Börse aus? Ja, nun, Kohle, vor allen Dingen Steinkohle, ist zwar ein Energieträger, der sich auf dem absteigenden Ast befindet, aber der immer noch natürlich starke Verwendung findet. Vor allen Dingen übrigens in Deutschland. Die EU importiert etwa 40% der benötigten Steinkohle bislang aus Russland. In Deutschland sind es sogar 56% des Steinkohlebedarfs, der aus Russland importiert wird. Dennoch ist man sich unter den Importeuren relativ sicher, dass man diese Ausfälle wird kompensieren können. Andere Länder wie beispielsweise Australien oder auch Südafrika könnten in die Bresche springen. Die EU selbst spielt als Kohleproduzent keine herausragende Rolle. Trotzdem sorgen natürlich diese Handelsbeschränkungen für Unmut an den Finanzmärkten. Denn diese beziehen sich ja nicht nur auf den Energieträger Kohle, sondern auch auf andere Waren und Güter. So ist es, wird es wohl Exporteuren aus der EU zukünftig verboten sein, zum Beispiel Halbleiter, chemische Erzeugnisse, spezielle Maschinen nach Russland zu exportieren. Im Umkehrschluss wird der Import verboten, unter anderem von Holz, von Beton, Zement, ebenfalls chemischen Produkten, aber auch Luxusgütern wie beispielsweise Kaviar und Wodka. Das alles sind relativ kleine Nadelstiche, die aber durchaus dafür sorgen können, dass einige Unternehmen in Schwierigkeiten geraten können, die sich sehr stark auf das Russland-Geschäft spezialisiert haben. Und generell reagiert man natürlich an der Börse verschnupft, wenn das Handelsgefüge, wenn Handelsbeziehungen gestört werden. Das hat dazu geführt, dass der deutsche Aktienindex ins Minus gerutscht ist und den heutigen Handelstag bei 14.424 Punkten beendet, ein Minus von 93 Punkten oder 0,7%. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und damit auch zwischen Russland und der EU wird wohl so schnell auch wirtschaftlich nicht beizulegen sein. Stefan Wolf, danke nach Frankfurt. Die Inflation in Deutschland war schon vor dem Krieg gegen die Ukraine auf hohem Niveau. Die Diskussion über Energielieferungen aus Russland haben die Preise zusätzlich steigen lassen. Wir erklären jetzt, warum. Die Inflationsrate in Deutschland ist unter anderem durch die angespannte Versorgungslage mit Erdgas sprunghaft angestiegen. Sie lag im März nach ersten Schätzungen bei 7,3%, so hoch wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Haushalte spüren das derzeit unmittelbar bei den Lebensmittel- und Energiepreisen. An den Börsen wurde eine Tonne Weizen in den vergangenen Tagen zeitweise mit über 400 Euro gehandelt. Zum Vergleich, vor einem Jahr lag der Preis bei rund 200 Euro. Auch die Rohöl- und damit die Benzinpreise sind drastisch gestiegen. Während die Inflationsrate im Dezember 2021 für Haushaltsenergie und Kraftstoffe bei rund 18% lag, hat sie sich 3 Monate später im März 2022 mit 39,5% mehr als verdoppelt. Neben direkt spürbaren Preissteigerungen, beispielsweise bei Getreideprodukten oder Benzin, gibt es viele indirekte Faktoren, die die Preise in die Höhe schnellen lassen.
Denn nahezu alle Grundstoffindustrien sind abhängig von Gaslieferungen, um ihre Produktionslinien aufrechtzuerhalten. Ob Chemie, Stahl, Glas oder Papier, die Waren dieser Industriezweige könnten durch die Verknappung von Gas noch teurer werden als bislang. Der Weg weg von russischen Energielieferungen ist aber nicht einfach. Deutschland hat über die vergangenen Jahre hinweg bis zu 40% seiner Erdgas- und Erdölimporte aus Russland bezogen. Die Ukraine gilt als Kornkammer des Kontinents. Der russische Krieg gegen das Land hat auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. In der Ukraine fehlt es an Produkten für die Bauern. Zwar ist bislang im Westen des Landes noch nicht so viel von Kriegshandlungen zu merken, doch auch hier machen sich die Bauern Sorgen um ihre Zukunft. Unterwegs mit Klaus Heeschen zu seinen Feldern in der Westukraine. Seit 2013 ist der Bauer hier aktiv. Ein Paradies für Landwirte, meint der gebürtige Schleswig-Holsteiner. Das ist landwirtschaftlich sehr interessant, dieses Land. Und so fiel die Entscheidung, hierher zu kommen. 6.000 Hektar bewirtschaftet sein Betrieb mit 50 Mitarbeitern. Angebaut werden Soja, Sonnenblumen, Mais und Winterweizen. Soja und Mais werden vor allem nach Deutschland exportiert. Die Front ist noch weit weg von der Westukraine, doch die Auswirkungen des Krieges sind auch hier spürbar. Der Boden wäre jetzt für die Aussaat vorbereitet, ob der Bauer jedoch vieles produzieren kann, fraglich. Was problematisch ist, ist eben die Beschaffung von Betriebsmitteln, also von Herbiziden insbesondere. Da wissen wir halt nicht genau, ob wir alles bekommen, was wir gerne möchten. Und Pflanzenschutzmittel allgemein. Saatgut bei Mais ist ein Problem. Ist auch noch fraglich, ob wir alle Mengen bekommen, die wir bestellt haben. Und eben der Diesel. Seine Lager sind leer. Eine Lieferung Harnstoff hat er in den letzten Tagen erhalten. Doch durch Probleme in den Lieferketten kann er bislang nur hoffen, dass alle weiteren Bestellungen irgendwann eintreffen. Die Betriebe im Osten des Landes haben noch größere Probleme. Wer dann seine Betriebsmittel nicht bekommen hat oder wenn Kriegshandlungen sind, dann kann nicht gearbeitet werden. Also man kann schon davon ausgehen, dass 30 bis 50 bis vielleicht auch 70% der ukrainischen Flächen nicht bestellt werden können. Die Nachbarn von Klaus Heeschen haben dieselben Probleme wie er. Wenn es Dünger gibt, ist er fast unbezahlbar. Um den Weltmarkt machen sie sich hier keine Gedanken, sondern wie sie ihre Landsleute im Osten der Ukraine ernähren können. Wir haben Angst und machen uns Sorgen. Ich bin 1948 geboren, damals war es schon sehr schwer. Und jetzt müssen wir uns wieder ums Überleben sorgen. Das ist einfach nur fürchterlich. Ob Klaus Heeschen aussehen wird, ist immer noch fraglich. Hungern werden die Ukrainer nicht, glaubt der Landwirt. Dafür werde im Land genügend produziert. Doch allein sein Betrieb exportiert 10.000 Tonnen Mais nach Deutschland. Die werden vielleicht in diesem Jahr fehlen.